Jackson County. Dann sind wir bald in Jackson City, ja? Es sind nur noch ein paar Meilen. Freust du dich auf deinen Bruder? Ich will einfach ankommen. Aufgeregt? Ich weiß nicht, was ich fühle. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Last of Us. Ja, in der letzten Folge ist es seltsam gewesen, beziehungsweise es ist immer noch ein seltsames Gefühl für mich, weil der kleine Junge, Sam hieß er, glaube ich, gebissen worden ist und sich der große Bruder darum kümmern musste. Und ja, dementsprechend hält das jetzt noch so ein bisschen bei mir nach. Jackson County, okay. Wir können mal eben gucken. Ich habe mich auch nicht geheilt, ne? Ach so, Moment. Ich bin jetzt aber wieder voll geheilt. Anscheinend, wenn man dann... Oh, warum ist meine Waffe jetzt kaputt? Warum ist meine Waffe kaputt, Joel? Aber wir haben immer noch die Machete als Waffe. Das ist schon mal gut. Okay, dann mal eben schauen, ob wir die Waffen vielleicht nochmal aufladen können. Da können wir nichts mitmachen. Da auch nicht. Aber was mich jetzt mehr wundert... Hä, warum habe ich jetzt hier den Bogen drin? Warum müsst ihr immer alle meine Waffen hier durcheinander bringen, Leute? Das ist ja schrecklich. So, jetzt sind wir aber wieder einigermaßen sortiert. Und in einer völlig neuen Zone. Hier fließt Wasser ab. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier trügt oder ob es wirklich so idyllisch ist, wie es jetzt gerade aussieht. Also für diese postapokalyptische Zeit auf jeden Fall vergleichsweise sehr idyllisch. Da kann man runter. Kann man da runter, weil man da irgendwas einsammeln kann? Oder? Was ist zwischen euch vorgefallen? Was meinst du? Du und Tommy. Ihr habt euch getrennt, also muss was passiert sein. Wir hatten ein paar Unstimmigkeiten, mehr nicht. Oh, wusste ich doch. Worum ging es dabei? Tommy hat seine Meinung, ich habe eine andere. Und darum war er bei den Fireflies. Ja, deine Marlene versprach ihm Hoffnung. Das hat ihm zunächst genügt, aber wie er so ist, hatte er bald genug davon. Wie war es bei eurem letzten Treffen? Ich glaube, seine letzten Worte waren, ich will deine verdammte Fresse nie wiedersehen. Puh. Und der soll uns helfen? Das werden wir wohl bald rausfinden. Tja, ob mit oder ohne ihn. Wir schaffen das. Gehen wir weiter. El Diablo haben wir gefunden. Also wir müssen anscheinend doch an der Seite vorbei, weil wir sonst hier oben nicht weiterkommen, so wie es aussieht. Und irgendwie habe ich gerade das Gefühl gehabt, ich habe einen Berglöwen gehört oder sowas. ich hoffe, die gibt's hier nicht. Das wäre nicht so toll. So. Da können wir runter. Gehen wir mal hier. Ich weiß nicht, ob wir da zum Wasser letztendlich hin müssen. Also rechts habe ich auf jeden Fall das Blinken sehen. So, es war irgendwo hier. Ellie, kannst du noch Schritte halten? Ah ja, hier oben. Ein Comic! Naja, ist auch wichtig, ne? Ich meine... Ellie, wir haben wieder eins gefunden. Diesmal Buch 5. Keine Ahnung, in welch... Also es ist nicht in der richtigen Reihenfolge, das haben wir schon festgestellt. Aber keine Ahnung, ob wir jetzt damit alle haben oder nicht haben. Ich weiß es nicht. Ich denke mal, da müssen wir entlang. Ja. Ich weiß halt nicht. Ich glaube nicht, dass hier unten jemand einen Firefly-Anhänger verloren hat, aber... Man kann und sollte vielleicht trotzdem mal gucken... Und auch in den Bäumen gucken, habe ich festgestellt. Oder habe ich jetzt gelernt, besser gesagt. Hauptsache, dir geht's gut, Ellie. Wow, was ist das? Was du siehst, ist ein altes Wasserkraftwerk.
Ein Wasser was? Es nutzt die Strömung des Flusses und macht daraus Elektrizität. Wie macht es das? Ich weiß, was es ist. Ich weiß nicht, wie es das macht. Okay. Wie kommen wir darüber? Am besten gehen wir erstmal die Treppen hoch, Ellie. Außerdem haben wir hier etwas, was wir drehen können. Da können wir auch nochmal rum. Und wir sollten uns vielleicht den Helm mitnehmen, wenn uns jemand angreift. Ah, ich verstehe. Wir wollen uns eine Brücke basteln. Okay. Tja, das war die Hälfte. Wenn wir das andere hochkriegen, kommen wir rüber. Mhm, das ist ganz clever. Und genau richtig. Und da können wir natürlich wieder nicht rein. War ja klar. Moment, stand da gerade was mit dem Messer? Messer! Sehr schön. Sehr, sehr geil. Ich bin mir nicht sicher, aber ich hoffe, dass wir auch immer die Teile wieder zurückbekommen, um quasi wieder ein Messer herzustellen. Jetzt muss ich mal eben schauen. Da. Zack. So, können wir jetzt hier noch irgendwas aufheben? Och, Pfeile sind voll. Ist das euer Ernst? Ich dachte, ich kann noch mehr mitnehmen. Das ist auch das. Auch alles voll. Hätte ich gar nicht hier reingemusst. Nein, ich bin natürlich froh über alles, was wir so noch zusätzlich dabei haben. So, achso, die Frage ist jetzt, können wir irgendwas von den Waffen vielleicht aufladen? Auch nicht. Die glaube ich sowieso nicht, ne? Oh ja, doch, die können wir aufladen. Sehr schön. Dann gucken wir doch nochmal kurz. Vielleicht haben wir hier irgendwo Munition. Ja, das war aber keine für die Waffe genau, ne? Schade. Hätte ja sein können. Aber zumindest ist die Waffe jetzt wieder aufgeladen. Das ist ja auch schon mal was Positives. Was ist los, Ellie? Willst du schwimmen? Nein, okay, der kam sehr flach, ich weiß. Aber Ellie ist ja Meisterin der Flachwitze, also wird sie es schon verstanden haben. gut, dann würde ich sagen, gucken wir mal nach dem Fluss oder sowas. Aber hier scheint keins zu sein. Ich überlege mir was. Warte hier. Hier sind Fische drin. Ich hoffe, es sind keine Piranhas oder sowas. Du mal. Warte, was? Kam doch gerade so ein komisches Zeichen, als ob mich was entdeckt hat. Hä? Was war denn das jetzt gerade? Oh mein Gott. Sag mir bitte nicht, dass hier irgendwas Böses drin ist. Ne, die Fische schwimmen aber weg. Okay. Irgendwie war das gerade komisch. Da war irgendwas Weißes unten am Rand. Das kann natürlich auch sein, dass irgendwas verbuggt ist oder so. Also von der Optik her. Komme ich hier nicht weiter? Hallo? Wieso komme ich hier nicht weiter? Wegen der Strömung oder was? Also hier unten ist auf jeden Fall was. Was blubbert. Aber die Frage ist, hilft uns das in irgendeiner Weise? Ja. Joel, nochmal kurz Luft geholt und nochmal runter. Nur, wie nehmen wir das jetzt? Gar nicht. Okay. Ja. Soll ich das Ding wegsprengen oder so? Oder muss ich da... Ach so, das kann natürlich auch sein. Muss ich da eventuell von der anderen Seite reinschwimmen? Das wäre richtig blöd, weil das würde nämlich heißen, ich muss was auf Zeit machen. Unter Wasser. Das wird dann wahrscheinlich der erste Moment sein, wo ich verrecke. Da unten ist nämlich eine Lücke. Ja, der Hinweis ist mir schon klar, Leute. Da unten ist was. Das habe ich auch schon gesehen.
Frage ist nur, wie kriege ich das jetzt hoch, ohne dass ich hier verrecke? Moment, halt. Jetzt kann ich? Wieso kann ich jetzt was... Nee, jetzt kann ich nicht drücken. Ich muss das, glaube ich, tatsächlich von unten rausholen, oder? Ah, von hier komme ich auch rein. Okay. Oh mein Gott. Ich glaube, wir werden jetzt das erste Mal vorsätzlich sterben in diesem Spiel. Scheiße. Okay, Joel, bitte da rein. Da rein, da rein, da rein, da rein. Na komm. Na gut, okay. Okay, 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 ich dachte schon. Ich weiß, steig auf die Scheißpalette. Genau, steig auf die Scheißpalette, komm rauf. Oh, Ellie ist wieder zickig. Die will wieder nicht da, wo ich will. Komm. Jetzt hat er sich auch noch festgehangen. Komm, Ellie, mach. So, wo bringe ich dich denn hin? Andere Seite, dahin. Ich weiß nicht, ob sie da hochkommt. Ja, das Einzige wäre jetzt im Prinzip hier vorne, wo das Loch ist, ne? Ja, das schafft sie. Sehr schön. Na los, dreh das Ding. Das heißt, ich kann quasi schon mal rüberschwimmen, bevor ich da jetzt runterfalle mit dem Sog. Okay. Sehr schön. Danke, Ellie. Ich hoffe, ich kann hier durchlaufen. Hey, sei vorsichtig da drauf. Na klar. Timur. Hey, cool. Das haben wir noch gar nicht gemacht, Ellie. Kann man sich das angucken? Nein. Ja, cool. Sehr schön. So, mal schauen. Was haben wir denn noch alles hier? Oh, ich hab Hunger. Ich weiß, hab ich auch. Nicht der Eichhörnchen, muss man glauben. Noch ein Stück weiter und dann besorgen wir was zu essen. Gut, wenn ich verhungere, ist das deine Schuld. Nebenbei, ich habe auch Hunger. Deswegen wird das hier meine letzte Folge für heute sein. Haben wir hier noch irgendetwas? Oh, Moment, da ist ein Camp. Ja. Also ein Camp, ne? Aber okay, da können wir zumindest auch ein paar Sachen sammeln. Sachen, um uns wieder ein Messer herzustellen. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Oh, was haben wir denn? Oh nein. Oh nein. Ich will einen Fotomodus. Foto aufnehmen. Zack. Wobei ich mir gerade nicht sicher bin. Ich will kein Raster. Ich will eigentlich... Achso, Menü ausblenden. Genau. Und dann so. So. Es tut mir leid. Das sind so 10... Das ist zu klein für ein Grab. Ich habe vergessen, den Roboter auf sein Grab zu stellen. Was mache ich jetzt damit? Ellie. Was? Ich will darüber reden. Nein. Warum nicht? Wie oft müssen wir das alles noch durchkauen? Dinge passieren. Das ist nun mal so. Aber... Es reicht jetzt. Schon gut. Tut mir leid. Ja. Gehen wir zu Tommy. Ich kann Joel da ein wenig verstehen, weil man muss, gerade in solchen Extremsituationen, muss man natürlich nach vorne blicken. Aber ich kann auch Ellie verstehen, weil sie muss es auch irgendwie verarbeiten können, beziehungsweise... Naja, sie verarbeitet es anscheinend schon ganz gut, aber wenn sie dann sowas sagt wie, sie hat es vergessen, sollte er dann auch nicht direkt rumzicken. Hier können wir noch weiter. So. Ich weiß ja, dass wir Tommy suchen. Gehen wir rein? Ja, außenrum geht's nicht. Wir müssen durch die Fabrik. Immer dieser Unterton. Wir müssen durch die Fabrik. Ich will da gar nicht hin, aber wir gehen jetzt dahin. So, ich weiß doch, wo du hin willst.
Nee, jetzt habe ich da oben. Secure Facility now under federal control. Achso. Achso, ich verstehe. Da sollten wir eigentlich reingehen. Okay, ich wollte jetzt eigentlich gar nicht darum, sondern komplett woanders hin, wenn ich jetzt ehrlich bin. Wasserkraftspeicher, Jackson County, National Park Dienst, Eigentum der Regierung, unbefugte Fahrzeuge verboten. Schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwas haben oder finden. Vielleicht hat ja einer einen Firefly-Anhänger einfach so weggeworfen. Kann man da nicht rein? Schweinerei. So auch nicht? Sauerei. So geht das aber nicht hier, Joel. Musst dich schon mal so ein bisschen bewegen, ne? So, haben wir hier noch irgendwas? Schräubchen habe ich auch gesehen. North Tetton oder so. Kraftwerk Wyoming. Operationslinien in Verbindung damit über 244,05 Meilen. Ja. Wo sind wir denn jetzt? Ich denke mal, wir sind unten, ne? Ich kann mit der Karte gar nichts anfangen, aber ich denke mal, er kann was damit anfangen. So, ich kann dafür umso mehr mit den Sachen anfangen, die hier oben rumliegen. Können wir auch nichts machen. Können wir jetzt hier drüber klettern? Weil da ist doch Maschendrahtzaun, wollte ich gerade sagen. Da ist doch Zaun. Können wir darüber? Das sieht so prädestiniert aus zum drüber klettern und runterspringen. Nicht. Na gut, weil durch die Tür können wir doch eigentlich gar nicht. Es sei denn natürlich, die ist offen. Das wäre das Einfachste. Wag es ja nicht, die Waffe zu ziehen. Pistole weg, sofort! Ellie, tu, was die Dame sagt. Okay. Ihr habt euch verirrt? Wir wussten nicht, dass hier jemand ist. Wir wollten hier einfach nur durch. Und wohin? Wir sind okay. Was, du kennst die beiden? Ihn kenne ich. Das ist mein verdammter Bruder. Tommy? Oh Mann, scheiße. Wie geht's dir, kleiner Bruder? Verdammt. Lass dich mal ansehen. Du bist scheiß alt geworden. Wart's ab, das blüht dir auch noch. Das ist Maria. Sei lieber nett zu ihr. Sie ist sowas wie die Chefin hier. Ma'am, danke, dass mein Kopf noch dran ist. Wäre ja auch peinlich, den eigenen Schwager abzuknallen. Tja, irgendwann erwischt es uns eben alle, hm? Ellie, richtig? Ja. Was führt dich her? Das ist eine lange Geschichte. Warum gehen wir nicht rein? Ja. Hunger? Und wie? Falscher Alarm! Es sind Freunde! Es gab Überfälle. Hier sind viele Räuber unterwegs. In letzter Zeit war es ruhig. Was machst du eigentlich hier? Ich dachte, du wärst in Jackson. Wir wollen das Kraftwerk wieder zum Laufen bringen. Es hat schon funktioniert. Aber eine Turbine ist hin. Es gab hier Strom, Joel. Gab. Wir kriegen das wieder hin. Oh, Mann. Ihr habt hier Pferde. Sogar ganz schön viele. Hey, Tommy, hilf mir mal kurz. Warte, bin gleich wieder da. Darf ich? Ja, na klar. Er mag Ohren kraulen. Kannst du denn reiten? Ja, allerdings. Na, kann sie das wirklich? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Weißt du, wenn du willst, reiten wir nachher ein Stück. Hi. Das wäre klasse. Wir müssen uns hier mal so ein bisschen umschauen. Wir haben endlich unseren Bruder wieder gefunden. Man sollte nie von hinten an ein Pferd rangehen, aber ich muss jetzt trotzdem mal eben. Okay, weiter mit der Führung. Hallöchen. Ja. Ich finde ja den hier. Solltest du nicht heute Morgen zurück? Ich warte auf Hause und die anderen, die mich ablösen. Da ist sonst nichts mehr. Wir kommen klar, du kannst nach Hause gehen. Es sind nur noch ein paar Stunden. Ich zieh das durch. Okay, dann mach's gut.
Tommy stand mir hier im Weg. Oh, Leute. Ah, jetzt habe ich gerade schon wieder dieses Zeichen gesehen. Die beobachten mich. Maria. Ja, was ist? Wir sind im Kontrollraum. Steve bringt gerade alles zum Laufen. Schaust du es dir an? Ich esse lieber was mit Ellie. Ich bin sowieso dran. Ich gehe. Ich komme mit. Geh mit Maria und iss mal was. Joel? Komm, Ellie. Lassen wir die Jungs mal machen. Ich schicke Tommy rüber. Er hilft. Komm. Das ist das sechste Mal, dass wir es mit diesen Turbinen versuchen. Okay. Wir sind eine Woche hier, aber mir reicht's schon. Ja, vielleicht kann ich dir helfen. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll, aber... da kann ich nichts machen. Er führt mich irgendwie hier unten hin. Ah. Ich habe da was für dich. Was denn? Ich war letztes Jahr in Texas, zu Hause. Es war nicht mehr allzu viel da. Aber das... Ja, was denn? Hallo, wir reden. Oh, Leute. Gib mir das Y! Mann! Hier. Ein bisschen verblasst, aber sonst noch gut. Das ist meine Tochter, also seine Tochter, ne, wenn ich das richtig sehe. Zoomen, da. Ja, das ist, meine ich, seine Tochter gewesen, die in der ersten Folge gestorben ist. Nimm du es. Sicher? Ich meine... Ich sagte, nimm es. Okay. Ich bewahre es für dich auf. Tommy, ich muss mit dir reden. Alleine. Ja, okay. Lass mich noch schnell nach meinen Leuten sehen. Komm mit. Ja, aber da hinten durften wir jetzt nicht zu Ende gucken. Können wir da noch irgendwas nehmen? Die sind hier Poker am Spielen. Also egal, was für Apokalypsen sind, es finden sich immer Leute, die Poker spielen können. Das finde ich ziemlich cool. So, Tommy. Und nu? La, la, la. Wir müssen darum, also schaue ich mal woanders nach, ob wir noch irgendwas einsammeln können. La, la, la. Oh, guck mal. Ich werde auch direkt fündig. Ich komme sofort, Tommy. Ich muss dich nur mal eben berauben. Es tut mir leid. Was hast du denn hier gezeichnet? Sieht ja sehr technisch aus, aber ich habe keine Ahnung, was es ist. Da blinkt noch was. Da ist auch noch was. Ach, sehr schön. Munition ist immer gut. Andererseits muss man dazu sagen, wenn man Munition bekommt, ist es meistens auch ein schlechtes Zeichen, weil dann irgendwas passiert. Das sage ich ja immer mal wieder. Und meistens passiert dann auch was. Kann ich... Achso, ich kann die Waffe jetzt gar nicht ausrüsten. Okay, ich wollte eigentlich nur nachladen. Vielleicht hast du gehört, wie es in der Stadt läuft. Nö. Wir sind jetzt mehr als 20 Familien. Es waren Maria und ihr Vater. Sie hatte die Idee einer unabhängigen Stadt. Wir haben Saatgut und Tiere. Weißt du noch, dass wir dachten, niemand könnte so leben? Soll ich dir helfen? Ich glaube, der braucht Hilfe, Tommy. Sollen wir ihm nicht mal eben helfen? Nö. Was macht ihr zu eurem Schutz? Ignoriert. Wir bewachen die Umgebung. Wir haben einen elektrischen Zaun. Und das Kraftwerk wieder läuft. Infizierte kommen trotzdem hin, ne? Wohin nicht? Aber so ist halt die Welt. Vielleicht muss das nicht sein. Du klingst wie Marlene. Oh, Hundi! Ah, hallo, ich kann dich nicht... Hallo, ich habe gerade noch ein Y gehabt. Da, na, da. Keiner? Das ist Bucky. Hallo. Nicht gerade ein Wachhund. Aber er ist wie ein Freund. Ja, braver Hund. Ja, ein braver Hund. Oh, wer ist ein braver Hund? Eine Errungenschaft, weil wir einen Hundi gestreichelt haben. Sehr schön. Sowas liebe ich. Können wir nicht das ganze Spiel über einfach ein bisschen umschreiben? Weniger Zombies und mehr Hunde zum Streicheln. Das fände ich gut.
Vor allen Dingen sieht der jetzt auch schon ein bisschen älter aus, ne? Der bewegt sich auch gar nicht mehr so schnell. Oh, da hinten ist noch was. Kann man das nehmen? Natürlich nicht. Ist voll. Das ist auch wieder voll. Wer lässt eigentlich so schmierige Sachen auf den anderen Kram hier drauf liegen? Ich verstehe es nicht. Naja. Die beiden Genies bringen das Kraftwerk zum Laufen. Wir glauben, es klappt diesmal. Glaubst du uns nicht? Ich habe nichts gesagt. Ich wette um eine Million, es geht. Klar, ich verdopple. Wir sind fast fertig. Sie müssen nur noch die Platte aufsetzen. Keine Eile. Also aufgrund der Tatsache, dass wir uns hier in einer postapokalyptischen Situation befinden, muss ich jetzt doch mal nachfragen, welche Million bitte? Ich glaube nicht, dass er so reich ist. Kapitel 8, längere Zeitdauer von Rauchwänden. Ah, sehr schön. Habe ich zwar noch nie benutzt, aber ist bestimmt nicht schlecht. Bei korrekter Konstruktion kann die Zeitdauer von Rauchwänden, die zur Decke genutzt werden, erhöht werden. Zur Decke genutzt werden. Genau, zur Deckung genutzt werden, meine ich natürlich. Halten jetzt 10 Sekunden länger. Sehr schön. Eine Werkbank. Aber wir haben jetzt gar nichts mehr. Was haben wir denn? Wir haben gar nichts, Joel. Doch. Was haben wir denn da alles bekommen? Moment. Also erstmal hohe Reichweite, hohe Schaden und langsames Nachladen. El Diablo. Dann würde ich sagen, langsames Nachladen, dass wir dann das Nachladetempo erstmal erhöhen. Ich meine, gut, 15 sind jetzt nicht so viel. Machen wir das auf jeden Fall mal. So, dann... Achso, das erfordert Stufe 5. Ah, ich hab's gewusst. Schüsse mit dieser Waffe können eine Panzerung durchdringen. Auch wenn ein Panzer auf mich zufährt? Ist vielleicht eine etwas... Vor allen Dingen El Diablo, weißt du? Und dann der Griff ist voll kaputzig gerade, hallo? das können wir nicht, das können wir auch nicht. Hallöchen. Wir brauchen eine Stufe 4 für. Was geht ab hier? Rückstoß habe ich gesehen, können wir machen. Streuung könnten wir theoretischerweise machen. Schussfolge. Wäre natürlich nicht schlecht. Machen wir mal. Bei der könnte das vielleicht von Vorteil sein. Genau. Wir gehen da mal kurz mit einem schmierigen Lappen drüber. Dann haben wir damit die Schussfolge erhöht. Sehr schön, Joel. Du kennst dich aus. So, dann würde ich sagen, Feuerrate und Nachladetempo haben wir auf Maximum, oder? Da ist ein Häkchen dran. Ah ja, okay, das haben wir auf Maximum. Ich könnte theoretisch, dass ich die schneller abfeuern kann, wäre nicht schlecht bei dem Revolver. Nee, andersrum hier. Bei den anderen, da können wir noch Nachladen etwas schneller machen. Pumpgun könnten wir theoretisch auch zum Nachladen schneller machen. Kostet viel, oder? 30. Rückstoß. Reichweite wäre natürlich auch nicht schlecht. Magazinkapazität wäre natürlich auch nicht schlecht. Nachladen oder Magazin. Ich weiß nicht, ob die... Also die benutzen wir ja gegen größere Gegner. Da wäre vielleicht... Ich meine, jeder Schuss ist wichtig. Nehmen wir das mal. Ich weiß nicht, das ist jetzt einfach nur komplett aus dem Bauchgefühl heraus. Also ich könnte mit 30 hier nochmal das Nachladetempo machen. Und auch mit 30 hier auch nochmal das Nachladetempo machen. Würde ich sagen, machen wir doch beides. Und hoffen, dass jetzt ganz schnell eine Sequenz kommt und danach nichts passiert, sodass das bei mir mal gespeichert wird. So ein Polster wäre natürlich auch nicht schlecht, aber da können wir nur ein sekundäres nehmen. Okay. Gut, dann nehmen wir hier, haben wir gesagt, auch nochmal das Nachladetempo. Was anderes konnten wir, glaube ich, auch nicht. So, gut gerüstet, hoffe ich zumindest. Sehr schön. Machen wir uns wieder auf.
Kann ich? Nein, ich kann. Oh, ich kann weder wechseln, noch kann ich. Das ist doch scheiße, ehrlich. Da hinten stehen die Leute. Hier vorne kann ich um. Vorsicht! Da kann ich noch runter. Okay, das ist gut. Absenken. Langsam. Was machen die denn da? Nee, das will ich nicht tauschen. Da kann man auch nichts machen. Okay, das ist gut. Tommy ist hier. Sind wir fertig? Nur noch einen Moment. War auch noch scheiße, oder? Und das war's. Fertig. Mach schon. Drück drauf. Es geht los. Da hinten noch was? Wir schaffen, Jungs! Gut gemacht, Jungs. Jemand sollte Maria die gute Nachricht übermitteln. Ja, können wir gerne machen. Na, siehst du? Ganz schön beeindruckend. Du schuldest ihnen 2 Millionen. Okay, Joel. Reden wir. Ja, wir können direkt reden. Moment. Ich schaue mich hier nur noch mal vorher ein bisschen um. Ob ich hier noch was einsammeln kann. Komm sofort zu dir, Tommy. Alles kein Problem. Guck mal hier unten. Da waren wir auch noch nicht drin, ne? Tauschen. Ah, yes. Munition ist immer gut. Das ist ein Rohr. Nee, ich will auf jeden Fall die Machete behalten. Weil die ist so richtig geil, finde ich. Vor allem mit einem Schlag dann wirklich... Oh, ein Firefly-Anhänger! Ein Firefly-Anhänger! Und zwar Ryan Olivero, 194. Ich habe einen gefunden! Ja, ich bin Gott! Oh mein Gott. Okay, da haben wir jetzt noch einiges einsammeln können. Hier hatten wir... Nein? Bleib doch mal drin, Joel. Komm. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ist okay. Andere Waffe will er immer noch nicht. Draußen haben wir offenbar auch nichts. Okay. Dann, hier hatte ich schon mal geguckt. Achso, das war der Backstein. Okay. War hier gerade auch noch was? Da vielleicht noch. Spiel, warum hakst du gerade so komisch? Das finde ich nicht nett von dir. Ich habe extra schon alles, was du wolltest, oder was du halt eben nicht wolltest, runtergedreht von Schatten und weiß ich nicht was. Achso, das war nur Tauschen. Okay. Ja, aber geil. Ist gut, dass wir nochmal da hingegangen sind. Eine bunte Truppe seid ihr hier. Ah, sind gute Leute. Hier kriegen sie eine zweite Chance. Ist für alle noch eine Chance. Warum bist du aus Boston abgehauen? Ich erlebe jetzt Abenteuer, kleiner Bruder. Schätze, das hat wohl was mit dem Mädchen zu tun. Es hat sogar nur mit dem Mädchen zu tun. Gut. Erzähl schon. Sie ist immun. Immun wogegen? Ja, ich weiß. Aber ich habe gesehen, wie sie ohne Ende Sporen eingeatmet hat. Und nichts. Ich wollte es auch nicht glauben. Aber es ist so. Okay. Ich glaub's. Was soll sie hier? Sie muss irgendwie zu den Fireflies. So wie ich das hier einschätze. Ja. Könnt ihr sie hinbringen und kriegt dann den Lohn. Ich habe ewig kein Firefly gesehen. Aber du weißt, wo sie sind. Ich verlange nicht viel, Tommy. Einfach Ausrüstung und dann bin ich wieder weg. Warum sollte ich das für dich tun? Das ist nicht für mich, Tommy. Es geht um deine Sache. Meine Sache ist jetzt die Familie. Wir reden hier doch nicht von einem Spaziergang. Herrgott, nochmal. Soll Maria ein paar von deinen tollen Freunden dazu bringen? Wir haben auch Familie. Tommy, es muss sein. Du willst Ausrüstung. Klar. Aber das Mädchen werde ich dir nicht abnehmen. So dankst du mir also alles, ha? Dir danken? Für die ganzen Jahre, die ich für dich da war. Für mich. So siehst du das. Ich habe nur Albträume aus der Zeit. Tommy, nur durch mich hast du überlebt. Hat sich nicht gelohnt.
Ich bringe die Heilung für die Menschheit und du spielst bockiger kleiner Bruder? Wir sind nicht zu Hause. Fass mich noch einmal an und es wird böse für dich enden. Was war das? Das ist ein Angriff. Du weißt doch noch, wie man Leute umlegt, oder? Ja. Ja, wir wissen noch, wie wir Menschen umlegen. Das Problem ist nur, dass ich jetzt so begeistert darüber war, dass jetzt gerade eine Filmsequenz kam, weil ich nämlich in knapp 10 Minuten mich fertig machen muss und meine Tochter abholen muss. Das heißt, ich muss hier an der wichtigsten Stelle wahrscheinlich gerade, muss ich leider einen kleinen Cut machen. Aber da hier eine Filmsequenz war, gehe ich sehr stark davon aus, dass wir hier direkt auch wieder reinkommen. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Aber wenn ich jetzt auch noch eine Kampfsequenz machen muss, das dauert mindestens 10 Minuten, wahrscheinlich dann eher länger. Und nachher bin ich dann zu spät oder ich schaffe das zeitlich nicht und das wäre dann nicht so günstig. Außerdem ist die Folge schon etwas länger, deswegen nutze ich einfach mal den Moment hier und sag mal bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.